Das Thema ist heute gleichförmige Kreisbewegungen und die Kräfte, die dabei wirken. Wir haben uns eben gerade klar gemacht, der Umfang eines Kreises, eines Rades zum Beispiel, ist 2 Pi mal R. Natürlich, der ist auch Pi mal D und der Durchmesser ist ja 2 mal Radius. Und man könnte das also auch als U ist gleich Pi mal 2R schreiben, aber ich schreibe es im Moment ganz bewusst als 2 Pi mal R. Wenn ich also das Rad einmal sich drehen lasse, von dem roten Punkt ausgegangen, dann könnte ich auch sagen, ich habe das praktisch den Umfang abgewickelt. Dann liegt der Umfang auf der Straße rum. Gedacht natürlich. Ne? Aber wir müssen vorher ein paar Begriffe klären, damit wir mit Geschwindigkeiten, die sich dabei zeigen, damit wir da besser klarkommen. Und zwar Grundbegriffe. Wir fangen mal so an. Begriffe. Ein Begriff ist die sogenannte Drehzahl. Das Wort gibt es, Drehzahl. Eine Drehzahl dürfte eigentlich nur eine Zahl sein, aber die wird wie folgt berechnet, und zwar, das ist die Anzahl der Umdrehungen pro Zeit, also klein n durch t. Das ist die Anzahl der Umdrehungen, Anzahl der Umdrehungen, und das ist die Zeit. Wird angegeben, ganz typisch, in 1 pro Minute, also Umdrehung pro Minute. Wer das noch sieht, also da steht dann hier oben, ich male das mal blau, ein U, eine Umdrehung pro Minute. Oder wird auch gern angegeben in 1 durch Sekunde. Ich schreibe mal ganz bewusst Sek hin, damit es besser auffällt, damit es keiner mit dem Weg verwechselt. Noch was anderes, man sagt auch zu solchen Dingen Frequenz, das bloß nebenbei, das ist die Frequenz, das ist die Anzahl der Ereignisse pro Zeiteinheit, Frequenz, so geschrieben, also Anzahl von Ereignissen pro Zeit. Pro bestimmter Zeiteinheit. Und die Frequenz, die wird so ähnlich berechnet, und zwar 1 durch t. Aber das nehmen wir jetzt mal nebenbei. Wenn ihr das Wort Frequenz hört, wir kommen dann später bei den Schwingungen noch drauf, dann ist das damit gemeint. Vielleicht einen neuen Begriff für euch und vor allem einen bisher unbekannten Buchstaben, den wir dazu auch brauchen, ist die sogenannte Winkelgeschwindigkeit. Und was es damit auf sich hat, das ist eigentlich, steht schon dabei. Winkelgeschwindigkeit. Die hat, das sieht aus wie ein kleingeschriebenes W, das ist das kleine Omega.